Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play Civilization 3. Ich bin der Mitgezwitschert und ich habe einen neuen Stuhl. Wir starten mit Folge 19. Das heißt, wir müssen eigentlich den ungeraden. Nee, Quatsch, wir müssen den geraden laden und im ungeraden speichern. Wir starten mit Folge 19. In der letzten Folge haben wir die erste Kolonie gegründet auf dem neuen Kontinent. Hier ist sie, New Amsterdam. Ja, und da spielen wir jetzt weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich vorhatte mit diesen Einheiten hier. Der sollte hier wahrscheinlich einfach nur weiter ausbauen helfen. Okay, und du kannst deine Segel gleich wieder setzen in die neue Welt. Wo sind denn... Aha. Hier sind die Einheiten. Sehen irgendwie falsch rum aus, aber wird schon stimmen. Gut, dann fahr du mal hier rüber irgendwo. Hier zum Beispiel. Ein Fluss wäre nicht schlecht. Ein Fluss wäre ja echt nicht schlecht. Ich glaube, hier unten wäre irgendwo ein Fluss. Irgendwo ein Fluss. Jetzt muss ich das hier irgendwie rüberziehen. Hier ist ein Fluss. Dann fahre ich mal hier rüber. Hier haben wir auch noch einen weiteren Siedler produziert. Der wartet auf den Musketman. Hier ist ein Fluss. Alle raus. Und zurück. Der wartet auch noch. Hier sieht's genauso aus. Und hier auch. Hier nicht. Mal die Einheit aktivieren und hier so hochschicken. Dann sehen wir weiter. Ach, die ist jetzt auch schon wieder auf Maximum, der Ort. Ein paar Worker bauen. Ja, was ist eigentlich mit dieser Trading Company und der Magellans Reise? Ich glaube, die Magellans Reise, die erhöht die
Die Anzahl der Züge für die Schiffe und die Trading Company müsste ich gleich nochmal gucken, was sie tut. Erstmal die Uni bauen. Wie schaut's denn aus? Great Wonders. Ah, verdammt. Smith Trading Company. Ach so, die bezahlt die Banken. Marketplaces, Harbors. Das ist auch cool, ja. Das sollte man unbedingt auch bauen. Dann baue ich mal hier auch so Worker, Siedler, was auch immer, irgendwas. Damit er wieder runter von kommt von 12. Als Bevölkerungszahl. Ja. Wenn dort die Straße zu Ende gebaut ist, dann sind doch endlich die Trauben angebunden an den Rest der Welt. Und das ist erstmal mal wieder eine coole Sache, weil ich dadurch natürlich in allen Orten, die eine Straßenanbindung habe, auch wieder Happy Faces bekomme. Schau mal an, da war ein Dorf. Vielleicht sollte ich da mal hinreisen. So, was macht der jetzt hier? Der hat doch schon Siedler an Bord. Vielleicht könnte ich den hier zu diesem Dorf schicken. Hat der auch eine Verteidigungseinheit dabei? Ein Musketman. Hervorragend. Dann merke ich mir das mal und schicke den dort dann hin. Ja. Ja, genau. Hier haben wir jetzt die Bibliothek gebaut. Das ist cool. Wir müssen jetzt hier mal irgendwas tun, dass wir weiter wachsen können. Zum Beispiel diesen Bereich hier von dem Wald befreien. Ja, dann baue ich mal in Salzburg diese Trading Company, weil ich nicht weiß, wo ich sie gerade sonst bauen soll. Schon das zweite Mal Disorder. Printing Press, Brückentechnologie. Ja, unser Tresor ist schon seit langer Zeit einfach leer. So, und das mit dem Disorder, das stellt sich dann auch wieder ein Stück weit ein, wenn ich diese Luxury bekomme. Was ich gerade sehe, ich hatte mal anfangs mal, ich glaube bei Seide hatte ich sogar Smile, zwei Happy Faces, jetzt habe ich nur noch eine. Keine Ahnung, warum es jetzt nur noch eine ist. So, hier wollte ich jetzt noch den Wald entfernen, damit die Stadt weiter wachsen kann. Mal davon abgesehen, dass sich die Grenzen der Stadt bald verbreitern werden. In Einheiten gehe ich hier nach Rostov.
So, und diese Stadt bekommt jetzt auch einen Wasseranschluss. Und dieses Schiff soll nach hier fahren. Ups. Die Verbindungsstraße, die Finale. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ich baue am besten gleich die Stadt hier. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich noch groß hin soll. Und ich nenne die ja, wie nenne ich die? Ich nenne die mal Helgoland. Das ist zwar keine Stadt, aber jetzt schon. Und wir bauen ein Courthouse. Gucken, ob die meine Einheit rausschmeißen. Wenn ich hier versuche, einen Wasseranschluss zu bauen. Das ist durchaus möglich. Wenn es auch sehr uncool wäre. Aber ich glaube, darum geht es hierbei nicht. Ja, da muss natürlich auch der Dschungel weg. Schauen wir mal, wo wir mit dem Siedler anlanden können. Ich sehe schon ein Problem. Ein Barbarendorf. Und das in der Nähe meiner unbefestigten Stadt. Das ist natürlich sehr uncool. Hier wollte ich eine weitere Stadt bauen. Dann tue ich das. Und nenne sie ist ja nicht mal Wasser in der Nähe. Bochum. Okay, hier haben wir einen Worker gebaut. Vielleicht noch einen hinterher. Eine Universität. Hier könnte ich jetzt Magellans Reise bauen. 45 Runden würde es dauern. Ist jetzt nicht so schlimm, aber schlimm genug. Hier dauert es noch 37 Runden. Du musst noch warten. Du musst noch warten. Oh nee, du musst nicht mehr warten. Hier baue ich schon unsinnigerweise einen Swordsman. Und München ist so eine Stadt, wo schon alles gebaut ist. Das ist ja auch uncool. Hätte ich jetzt nicht mal eine Alternative. Kann ich echt nur irgendwie
auf Geld setzen. Obwohl das nicht mal was bringt. Weil wir sowieso gerade so viel Minus machen. Ich glaube, ich würde mal hier umstellen. Die Trading Company dauert hier nämlich nur 43 Runden und hier dauert sie immer noch 66. Deswegen ändere ich das mal. Ja, jetzt habe ich schon versaut. Dann machen wir hier die Trading Company klar und in Salzburg. Bauen wir einfach mal ein paar Horsemen so auf Vorrat. Fehlt noch der obligatorische Arbeiter. Ja, und die Stadt ist dann auch komplett versorgt. Und hier ist... Ah, der Musketman noch nicht fertig. Da ja... gerade Unruhen waren. So, erstmal schmeißen wir mich noch nicht raus. Schauen wir mal. Ja, wenn ich Glück habe, dann greift dieser Typi hier die Bösewichte an und ich werde die so los. Das wäre natürlich schön. Ja klar, hier fehlt immer noch der Musketman, aber ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich die Möglichkeit, dass das irgendwie einigermaßen schnell gehen könnte. Von daher werde ich mich, glaube ich, einfach auf den Weg machen und hier eine weitere Stadt gründen. Jo. So, der zieht jetzt hier das Wasser ran. Oh, hier baue ich auch noch ein Bergwerk. Viele automatisierte Einheiten, beziehungsweise weit laufende Einheiten. Automatisiert sind sie ja nicht. Noch nicht, aber ich habe jetzt überlegt, ob ich das demnächst mal ändern sollte. Hier gibt es jetzt erstmal keine neuen Einheiten, aber in Leipzig warten schon welche.
Also mal rüber nach Leipzig. Was ist jetzt mit Bremen? Wird hier das nicht beendet? Okay. Das wird dort festgesetzt, diese Einheit. Sehr gut. Mach ihn fertig. Genau, so kann ich dann auch weiter vorrücken. Leipzig has produced a worker. Wie bestellt. Jetzt mag ich hier Magellans Voyage. Da wurde jetzt auch ein Siedler gebaut. Da wollte ich ja eigentlich auch Magellans Voyage machen, aber dauert ja hier auch länger. Von daher. Und hier fehlen ja auch noch allerhand Ausbauten, die ich jetzt übernehmen kann. Köln hat jetzt Leipzig, Hamburg. Neu-Leipzig selbstverständlich. Köln und Hamburg. Wo war Hamburg? Hier. Wo ist Hamburg? Da ist Neu-Hamburg. Genau. Ja. Für den haben wir jetzt auch noch keinen Ort, wo wir siedeln können. Hier vielleicht, mitten im Nirgendwo. Ich gehe einfach mal dahin und guck mal. Ist zwar eine echt beschissene Stelle, um zu siedeln, aber naja, was will man machen? Okay, hier muss ich aufpassen, die siedeln hier auch langsam hoch. Die Römer und Amerikaner. Weiß ich nicht, ob ich die Stelle hier überhaupt noch bekomme. So, und hier sind jetzt alle Einheiten fertig. Da werde ich mal wenn ich noch in der Nähe meiner Siedlung bleiben möchte, dann gehe ich erstmal hier hin. Wenn da nicht eh schon ein Trupp hin unterwegs ist, aber das werde ich ja dann sehen. Ja, du wartest noch. Ihr müsst auf das Boot warten. Ja, langsam nervt es. Also hier muss ich jetzt auch schon wieder einen Siedler bauen. Das mit der Expansion. Fehlt uns denn? Hier fehlt uns noch eine Verteidigungseinheit. Na dann mal los. Ja, hier ist jetzt der Typi fertig. Oh, und ich müsste eigentlich schon wieder einen Siedler bauen. Ich baue einfach mal. Und ich baue einfach mal einen Siedler.
und keine zugehörigen Einheiten. Genau. Und du gehst, ja, wo gehst du hin? Ach je, die Franzosen bauen einen Weg um meine Stadt herum. Die sind ja witzig drauf. Und der baut da sicherlich so eine Kolonie, damit er das bekommt. Ja, gut, dann geht doch einfach mal hier zu diesem Dinken. Zu diesem Ding. Zu dieser Gams. Wo war sie? Da ist sie. Okay, das Boot ist hier. Da können wir noch versuchen. 1, 2, 3 Schritte. Jo. Da kommen wir sogar drauf. Das sollte klappen. Das muss leider weg, das Stück Wald. The Americans want to talk to us. Okay. Territorialkarte gegen Territorialkarte. Ja, finde ich scheiße. Habt ihr noch was anderes zu bieten? Weltkarte gegen Territorialkarte. Oder wir tauschen Weltkarte gegen Weltkarte. Die gibt uns noch hier eure 5 lumpigen Dollar. Und eine Stadt. Naja, mal gucken, ob sie das akzeptieren. Was? Wie? Wo? Active? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Will you accept it? Will you accept it? Ja, dann nicht. Dann halt nicht, ne? Wer nicht will, der hat schon. So, Moskau hat mal wieder einen Siedler produziert. Das ist ganz wundervoll. Jetzt kann Moskau vielleicht. Ach, ich baue hier mal so ein paar. Vielleicht ein paar. Ja, Musket Men. In Kiew können wir auch noch einen weiteren Worker. Und wissen nicht, was wir bauen sollen. Ja, ist scheiße. Klar, ich kann jetzt hier einen Tempel bauen, aber ich komme ja auch noch nicht weiter. Ich komme nicht drum rum, jetzt hier mal irgendwie auf Wealth zu setzen. Gera builds a warrior. Na, das war ja nicht beabsichtigt. So, dafür hat diese Stadt jetzt ihren Radius erweitert und kann jetzt endlich wieder wachsen. Das ist cool. Kyria hat einen Warrior gebildet. Dafür hat sie jetzt schon zwei Einheiten, die die Leute zufriedener machen. Jetzt kümmere dich mal um dein Courthouse.
Next. Und die Römer sind hier rüber auf meine Insel gekommen. Da haben sie sogar eine ziemlich gute Bauposition geschnappt. Das ist uncool. Aber was soll's, nicht so schlimm. Mit dem gehe ich einfach mal. Ich meine, hier werden ja dann Einheiten frei. Die kann ich ja dann nutzen. Gehe ich mit dem einfach mal hier hin. Und der Siedler geht einfach hinterher und hilft dort. Der Siedler, sage ich schon, der Arbeiter. So, hier warten wir noch eine Runde. Und hier auch. Und hier sind wir so gut wie fertig. Mal den großen Berg anzapfen. Hier wird jetzt Magellans Voyage geplant. Und ich versuche mal hier aufs Schiff zu kommen. 1, 2, 3. Sehr gut. Das passt. Hier fehlt noch einer. Der Siedler. Und drauf. Und jetzt kann es wieder losgehen in die neue Welt. Du gehst jetzt einfach mal hier oben irgendwo hin. Auch wenn ich nicht weiß, ob da Wasser ist. Und nur hoffen kann. Wenn nicht, dann muss es halt ohne gehen. Ja, der ist erstmal hier fertig. Ist schon fast der ganze Kontinent entdeckt. Jetzt reise ich mit dem hier oben hin, weil da noch so ein kleiner schwarzer Fleck ist, der noch nicht sicher ist. Okay. Könnte ich vielleicht so in diesem Bereich bauen? Dann hätte ich hier auch eine Verbindung zwischen diesen Orten, mehr oder weniger. Jede Menge Bewegung. Ist halt auch ein bisschen die Frage, ob ich das nicht ausstellen sollte, die eigenen automatisierten Bewegungen anzuzeigen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob das überhaupt geht. Aber es nervt halt auch ein bisschen. Schauen wir mal. Preferences. Ja, animate your automatic moves. Das schalte ich mal aus. Und hier ist die Einheit jetzt soweit, oder die Armee jetzt soweit, Rostov anzugreifen. Und ich gehe mal auf sie zu. Ja, du wartest einfach auf weiteren Input. Hier werden ja schon Siedler gebaut. Die wollen mich auch gleich rausschicken.
Ich sag jetzt einfach mal Prepare for War. Schon wieder. Ja, jetzt greifen sie mich natürlich, oder wollen sie mich natürlich instant angreifen. Hier haben wir ein Aquädukt gebaut, dann kann die Stadt weiter wachsen. Können wir mal gleich versuchen, die Stadt einzunehmen. Gelingt uns gar nicht mal gut. Wie unglaublich stark diese Einheit ist, das ist ja unfassbar. Das ist ja mal richtig scheiße. Ja. Was für ein Rotz. Das könnte ich ja jetzt vergessen, die Runde. Okay, Siedler. Und der Trupp rennt jetzt irgendwie hierhin zum Bauen. Ah, hier ist auch fertig. Und gibt's nichts zu bauen? Wells. Ja, Nürnberg. Du gehst. Ja, hier Meilen Dschungel, ganz viel Dschungel. Da gibt's nichts zu holen. Du gehst hierhin mit deinem Trupp. Das ist auch eine extrem gute Stelle noch. Er ist fertig. Hier ist ja auch sowieso alles fertig. Cologne könnte ein bisschen Unterstützung brauchen. Du wartest. Und den schicken wir mal hier irgendwie runter. Einfach mal hier so rüber. Oha, das war. War das jetzt schlecht? Nö, das sind einfach Römer. Gut, nicht so wild. Ja, man sieht diese Einheiten immer noch, aber wenigstens geht's irgendwie schneller. Hier wollte ich eine Stadt bauen, das wurde mir jetzt verhagelt von den fiesen Russen. Ja, der könnte jetzt angreifen, aber der wird ja wahrscheinlich verlieren gegen diese Profi-Einheiten hier. Komm schon. Was für eine Scheiße, ey. Zum Kotzen. Ja, das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Was soll man dazu sagen? Das nervt mich jetzt aber sowas von.
Wozu habe ich denn diese verkackte Armee, wenn die nichts bringt? Gut. Eine Runde aufgeregt. Oh, ich habe vergessen, den Disorder auszustellen. Hier wird auch ein Siedler gebaut. Kannst du mal eine Bank bauen als nächstes? Da ist das Aquädukt fertig. Das ist gut. Courthouse next. Und wir haben die Demokratie erfunden. Eine neue Staatsform. Ja, jetzt schauen wir mal wieder die große, das Big Picture an. Das ist jetzt noch nicht so der Bringer. Ich gehe mal hier einfach in Richtung. Richtung Military Tradition. Weiß auch nicht genau, was ich jetzt noch bauen, was ich jetzt als nächstes bauen soll. Nee, wir sind erstmal glücklich mit Monarchie, weil Monarchie ist besser zum Krieg führen. Und wie uns vielleicht aufgefallen ist, haben wir hier gerade einen kleinen Krieg begonnen, den wir just in diesem Moment auch direkt richtig zu verkacken drohen. So, hier kann uns auch nichts mehr passieren. Sehr schön, ich kann das Wasser rüberholen. Hier stört sich nicht mal jemand daran, wenn ich hier eine Stadt baue. Und das ist ein ziemlich guter Ort für eine Stadt, aber ich komme ein bisschen ins Gerangel mit Helgoland. Viele verschiedene Völker auf einem Haufen. Multikulti ist wohl nicht tot. So, und diese scheiß Armee hat nur noch 2 Lebenspunkte. Ja, dann. Ja, sie wollen gerade nicht mit uns reden. Na, das ist ja geil. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, das war richtig schlecht. Richtig, richtig mies. Ja, dann verpiss dich halt hier und geh wieder zurück. Das in unserem Expansionsbestreben, wo wir gerade überall Städte bauen und das auch noch ohne irgendwelche Verteidigungseinheiten, weil Siedler bauen halt viel zu schnell geht. Ja, das ist uncool. Das ist uncool, richtig uncool. Okay. Kann natürlich gut passieren, dass ich jetzt hier Einheiten verloren, verliere, verloren. Das will ich eigentlich auch nicht, aber ich kann es kaum verhindern. In diesem absolut bescheuerten Krieg, den ich da habe angefangen. Ja. Dumm, die dumm. So, du hast gerade nichts zu tun. Das stimmt nicht so ganz. Ich muss nämlich hier noch.
ein paar Siedler durch die Gegend schippern. Und du kannst hier mal ein wenig bewässern. Jo, das ist doch ein guter Ort für eine Stadt, die ich sogleich Augsburg nenne. Augsburg sieht irgendwie falsch geschrieben aus. Ist mir egal. Dann mal dran vorbei. Du musst warten. Der Siedler kann, ja, kann auch warten. Und diese Karavelle. Was mache ich wohl damit? Kann ich die automatisieren? Nee, das geht nicht. Wäre natürlich cool, wenn die einfach nur Land erkunden könnte oder die Gegend erkunden könnte. Frankfurt. Hier habe ich noch einen Arbeiter gebaut. Dann die Bank. Nürnberg. Dortmund. Verdammt, Wells. Aber hier gibt es jede Menge unzufriedene Leute. Könnte man fast einen Tempel bauen. Hier baue ich meinen Tempel. Ja, das Aquädukt ist gleich fertig. Dann lass es vervollständigen. I told you so. Okay. Dortmund, Frankfurt und noch irgendein Ort war betroffen. Frankfurt habe ich schon. Da muss ich drücken. Da muss ich drücken. Gut. Ich schon. Dann steht da irgendwie mehr auf Wald. Interessant. Ja, dann mache ich einfach mal eine Straße in diesen Wald rein. Hier baue ich auch mal die Waldgebiete aus. Warten. Und du, ja, du verteidigst jetzt die Stadt. Klar. Der wird mich jetzt nerven als nächstes. Ja, mal schauen. Ein wenig Gold, was sofort wieder aufgefressen wird von der
der krassen negativen Rundenbilanz, die ich habe. Ja, da wollte ich auch eine Stadt bauen. Offenbar. Ja, dann auch irgendwie weiter nach hier. Schlag dich durch. Jener hat eine Verteidigungseinheit. Das ist ganz gut in einem Krieg. Die Engländer erklären mir den Krieg. Oha. Ja. Wie mir das mal überhaupt nicht passt, was hier gerade passiert. Das läuft überhaupt nicht gut. Neu-Berlin hat einen Siedler gebaut. Das ist toll. Ich denke, ich werde jetzt hier mal umstellen müssen. Und was ändern müssen an meiner Art zu spielen. Und ich erforsche doch erst einmal. Ist in zwei Runden soweit. Gut, das nehme ich mit. Dann habe ich die Kanone, die brauche ich zwar nicht. Das ist alles äußerst deprimierend, was hier gerade passiert. Das ist so richtig schön schlecht. Die Einheiten sind auch alle irgendwie scheiße, die ich hier bauen kann. So, und die Engländer, die stehen mir hier auch total irgendwie im Weg. Geld habe ich nicht. Der wird mich hier gleich umhauen. Nee, das ist richtig schlecht. Oh, ich könnte jetzt hier auch mal die Franzosen, vielleicht kämpfen die für mich. Wo sind sie denn? Wie kann ich denn? Wie geht es denn? Advisor, Foreign Advisor, French. Oh Gott, die werden bestimmt nicht für mich kämpfen, so wie die aussehen. Let's propose a deal. Wir geben euch die Weltkarte und ihr gebt uns. Nee, nee, wir geben euch die Weltkarte und ihr gebt uns. Tja, gar nichts gebt ihr uns. Ihr seid einfach nur Arschlöcher. Clear Table, never mind, goodbye. Ich glaube, die erklären uns gleich auch noch den Krieg, wenn es so weitergeht. Oh Mann, ey, oh Mann.
Ich bin einfach nur unglaublich sauer über das, was hier gerade passiert. Es ist die Hölle. Ja, latsch halt irgendwo hin mit deinem verkackten Siedler. Hier oder so. Ach, hier baue ich doch schon. Da baue ich auch schon. Überall baue ich schon. Hier hoch nach rechts ab nach Heidelburg. Okay, da habe ich versehentlich eine Einheit gebaut. Das ist egal. Baue jetzt weiter versehentlich Einheiten. Oder ist die gar nicht so versehentlich? Weiß ich nicht. Du musst da in jedem Fall weg, weil du wirst sonst angegriffen und getötet. Du haust jetzt mal diesen Typen um. Geh einfach vorbei. Als sei dort gar nichts. Tut der denn da? Dieser Spearman, der soll das aushalten, gleich die Angriffe. Vielleicht sollte ich mal hier die Einheiten aktivieren und darüber ziehen. Denn ich will ja Stuttgart nicht verlieren. Wie sieht's bei den Russen aus? Okay, die scheinen jetzt wenigstens erstmal nicht anzugreifen. Ja, was soll ich sagen? Krieg, den ich nicht wollte. Das soll es aber erstmal gewesen sein für dieses Let's Play. Ich habe ein bisschen rumgewütet hier. Und werde das vielleicht im nächsten Let's Play auch noch tun. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Krieg an der Backe, der mir gar nicht so richtig passt. Und ich werde, glaube ich, in den nächsten Let's Plays erstmal massiv Einheiten produzieren und denen ordentlich auf die Nase hauen, bis die wieder Frieden mit mir schließen. Soweit so gut. Ich hoffe, ich verliere keine Städte, aber das werden wir dann sehen. Gut, dann bis zum nächsten Let's Play.